Hallöchen Leute und willkommen zu einer weiteren Folge von Hours of Darkness. Ich bin hier vor einer Flak, vor einer Flakstellung. Die wollten wir heute zu Beginn erstmal ausheben. Danach könnten wir nochmal gucken, dass wir hier unten bei dem Kommandanten vorbeischauen oder bei dem Kommandeur, wie es hier genannt wird. Und den Bunker da oben könnten wir noch befreien. Den Konsong-Tempel haben wir ja schon. Hier unten das Haus, das könnten wir auch noch eventuell. Da waren wir, glaube ich, noch nicht. Wir waren ja gestern, also vorgestern, hier unten an dem Wrack von der Phantom. Und, ja, wir machen einfach mal die Flakstellung da kaputt. Oh, was ist denn das da unten? Cooles Haus. Da ist ein Sniper-Typ obendrauf. Kirchengeschütz, okay. Ja, gut. Wir nähern uns mal. Ich hoffe, ich komme irgendwie runter. Ist ein bisschen steil, ehrlich gesagt. Oh nein. Nein. Hilfe. Hilfe. Oh oh. Ob ich das überlebe, Leute? Ich glaube nicht. Geronimo. Oh. Oh. Was ist das in dem Scheißberg? Nein. Eieiei. Wir haben gerade so überlebt. Okay. Alles klar. Wir hatten ja da oben den Sniper. Wenn ich den hole, werden die anderen alarmiert werden. Aber was soll's, wenn ich... Ja, ich würde das schon gerne sneaky machen, weil das macht echt viel mehr Spaß. Wo ist denn der Typ, der mich fast gesehen hätte? Ich sehe den nicht. Von wo kann der mich denn sehen, Mann? Da oben ist der Sniper, der guckt aber gerade in die andere Richtung. Und wo ist der Typ, der mich hier sehen kann? Ich verstehe es nicht. Wir werden uns mal ein bisschen anschleichen hier. Joker, bitte pass auf. Tu nichts Unüberlegtes, bitte. Kann ich nicht gebrauchen. Okay. Jo, wir sind schon mal da. Da ist das... Ah! Okay. Da ist schon mal ein kleiner Typi. Will der beten? Vor der Flak oder was? Die heilige Flak. Geheiligt seist du. So. Wo denn? Ach so, das... Ach du Heilige, das sind noch mehr Sniper oben drin. Okay. Gut zu wissen, ne? Wir können jetzt eventuell hier hochgehen, das ist mir aber zu gefährlich. Ich habe aber gesehen, da hinten kann man, glaube ich, auch noch hochspringen. Genau hier, das ist mir sicherer, wenn wir hier außen rum lang gehen. Na komm, spring da hoch. Warum springt er da nicht hoch? Jetzt erst. Oh, der Sniper da oben, der bewegt sich gerade zu mir. Ich warte gerade mal, bis er sich wieder umdreht. Das ist mir zu gefährlich. Aber das geht nicht, ich kann nicht da hochgehen. Okay. Was mache ich? Ich werfe die mit dem Wurfmesser ab und die andere hole ich mit dem Takedown. Okay, es war ein Mann, eine Frau. Alles klar. Die haben wir gut geholt, Leute. Das war sehr gut. Wunderbar. Und hier oben ist der dritte Sniper. Guten Tag, junge Dame. Viel Spaß damit. Oh, nein, 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 nicht entdecken lassen. Upsi. So, das lief doch eigentlich gar nicht mal so schlecht. Da haben wir da unten noch den Sniper. Und da oben ist auch noch ein Sniper. Okay. Alles klar. Da ist noch ein weiterer Typ. Da ist auch noch ein Sniper. Hier gibt es ja nur Sniper auf dem... Soll ich den mal abschießen? Aber ich habe Angst, dass ich dann entdeckt werde. Wir können mal gucken, wenn der sich umdreht, dass wir mit dem Seil darüber kommen. Obwohl, dann würde der uns der da sehen. Ich glaube, wir probieren das nochmal zu Fuß, dass ich mich da irgendwie rüberschleiche. Mal gucken, ob das klappt. So, Leute, ich bin da. Noch bin ich unentdeckt. Ich hoffe, ich schaffe das hier hoch. Und dass die mich hören. Ja, okay, jetzt dreht er sich gerade um. Na toll. Okay, so geht's noch. Komm, wir schaffen das. Bitte, bitte, bitte. Nicht umdrehen. Dankeschön. So, die ist schon mal hinüber und wieder runter. Nein, ich wollte eigentlich die Leiter nehmen, aber egal. Hat auch so geklappt.
So, da ist der her. Okay. Und den haben wir auch. Perfekt. Wir sind in richtiger Stealth-Mode hier. Mega nice. Special Ops. So, wen nehmen wir als erstes? Den oben oder den unten? Ich würde eher den oben bevorzugen. Okay, okay. Dann komm mal her. So, den können wir auch noch Sneaky holen. Dann haben wir alle Sneaky geholt. Und nicht einen Schuss verbraucht, Leute. Das ist ja wunderbar. Wir haben echt jeden geholt, ohne einen Schuss abzugeben. Das war eine gute Leistung. Ja. Okay. Und hier haben wir noch einen Brief. Bericht des Kommandeurs. Abschlussbericht 2.10.1400. 8 Flugzeuge, die diesen Sektor überflogen haben, wurden gesichtet und beschossen. Eins wurde zerstört und ist vermutlich im SSO abgestürzt. Im Südsudosten wahrscheinlich. 2 Fallschirme wurden gesichtet, einer direkt südlich von hier, der zweite im Südosten. Die Suche läuft. Alles klar, dadurch haben wir etwas entdeckt, und zwar das hier vorne und das Feuerzeug hier. Cool. Da werden wir auf jeden Fall gleich mal vorbeischauen. Aber wir müssen ja noch die Flak hier zerstören. Wir haben auch noch Sprengstoff dabei. Joker, geh mal am besten darüber. Ja. Dann mache ich nämlich mal so hier. Ups. Ach so, das sind Fern... Ah, Mist. So. Haben wir es so gemacht. Alles klar. Die da oben auch noch kaputt machen. Habe ich auch noch normalen? Ja, Fernzünder habe ich auch noch. Okay. Dann nimm das hier, kleine Flak. Und tschüss. Hey Leute, eine Flak wäre hiermit erledigt. Jawohl. Wir haben es, Leute. Sehr gute Mission bisher. Das haben wir richtig gut geschafft. Cool. Alles klar, Leute. Dann gehen wir mal runter zu dem zur Absturzstelle von dem Piloten. Und was ist das hier? Irgendein Camp. Dann gehen wir mal in diese Richtung. Richtung Süden. Okay, Leute. Hä? Was denn? Warum sind wir hier so benebelt? Lol. What the fuck? Wo sind wir denn hier gelandet, Leute? Hä? Was ist das? Warum sind hier so viele? Und warum ist da so ein komischer Nebel? Ich habe gerade ein bisschen Angst, ehrlich gesagt. Da können wir irgendwie nicht rein, habe ich das Gefühl. Ich will nicht sterben da drin, ehrlich gesagt. Warum zum Teufel sind hier so viele... Hier ist irgendeine Bombe runtergekommen. Das auf jeden Fall. Aber kann ich hier drin auch überleben? Bekomme ich hier Schaden? Da ist der Fallschirm. Camp im Geisterdorf haben wir auch gefunden. Hier ist der Fallschirm. Aber wo ist der Pilot? Okay, das ist irgendwie, glaube ich, nicht gut für uns, dass wir hier in diesem komischen Qualm drin rumlatschen. Aber Schaden bekommen wir anscheinend... Ach, da. Schaden bekommen wir bisher nicht. Okay, das war der vierte Pilot. Ruhe in Frieden, Kollege. Wir machen uns weiter Richtung Camp im Geisterdorf. Ich hoffe, ich komme hier durch, ohne dass ich sterbe. Okay, wir sind wieder draußen. Und das ist wieder eine Propagandamaschine. Okay. Ah, da hat mich fast jemand gesehen. Das möchte ich nicht. Ich mag diese Durchsagen von der komischen Tante da, die feiere ich. Ja, ja. Xingling. Auf jeden Fall eine gut gesicherte Basis. Mit Snipern und einem Fetti-Bum-Bum-Typ auch noch. Ja, ja. Ich hätte jetzt gerne mal
Den Bogen. So, den hätten wir. Das hat sogar geklappt, Leute. Wunderbar. Das sind wahrscheinlich Teile von Flugzeugen oder sowas, ne? Diese Teile, die hier stehen. Als Mauer. Das ist der Klang des Todes. Gib auf. Doch, ist eine Schande. Doch, das kann ich. Ich kann gewinnen. Lass mich in Ruhe. Blöde Tussi. Echt mal. Ja, ich bin doch genau davor, du Dulli. Ich sitze nicht in der Falle, nein. Ja, ist doch gut, Mann. Tut mir leid, Leute, ich bin gerade ein bisschen... Ich war gerade ein bisschen abwesend, weil ich der komischen Tussi als zugehört habe. Ich finde es echt lustig, wie die einen beeinflussen möchte. Aber sowas lassen wir nicht mit uns machen. Wir sind fokussiert auf unser Ziel. Wir müssen unsere Kollegen hier rausholen. Doch. Es gibt keine Rettung. Unsere Flakkanonen schießen jedes Flugzeug ab, das ins Tal eindringt. Unsere Flakkanonen, die ballern alles ab. Halt doch mal deine Schnutte, du. Wo ist denn die alte Zähne? Hat das geklappt? Nö, das juckt ihn überhaupt nicht. Jetzt guck doch mal hinter dir, Mann. Wie denn die Franzosen? Die Franzosen waren auch schon hier, oder was? Lol. Ich kann schon entkommen, Leute. Ihr seht's doch. Ich mache hier alle fertig. Das läuft eigentlich ganz gut bisher. Wir sind immer noch unentdeckt. Da ist der Gefangene. Da sind die letzten beiden kleinen feinen Herrschaften. Boah, die nervt langsam. Okay, das waren alle. Sehr schön, Leute. Gar keine Musik? Was ist denn das? Phibes Echo Python 2-5. Feindlager ausgeschaltet. Jawohl. Wir haben das richtig gut gemacht, Leute. Das war sehr souverän bis heute. Bis jetzt, meine ich. Wir haben kaum Kugeln verbraucht in der Folge bisher und haben alles schön sneaky erledigt. Wir wurden nicht einmal entdeckt bisher. Aber wo ist denn diese blöde Propagandatussi? Ach ja, okay. Schnauze, dumme Nuss. Boah, das war anstrengend. Nun gut, dann wollen wir mal den Brief hier durchlesen, dann befreien wir unseren Kameraden. Ein Brief an Moses. Hi Baby, ich habe schon lange nicht mehr geschrieben. Ohne dich geht hier alles drunter und drüber. Ist das nicht ein tolles Bild von den Kindern? Sie sind so groß geworden und vermissen ihren Papa wirklich sehr. Und ich vermisse meinen Ehemann. Ich hoffe, es ist alles in Ordnung bei dir. Pass auf dich auf, Baby. Und sag diesen Idioten, sie sollen dich nicht Moses nennen. Depp. Okay. Warum nicht Moses? So cool. So, dann befragen wir mal den Kollegen. Na los, komm raus. Achso, ist offen. Komm schon. Wir haben nicht viel Zeit. Wie geht's, Alter? Alles gut? Cowboy, oh Mann, was für eine Überraschung. Ja. Schön, dich zu sehen, Moses. Schaff mich zum Teufel. Komm schon, raus. Bringen wir dich hier raus. Ja. Firebase Echo Python 2-5. Private First Class Moses Walker ist bei mir. Er ist frei. Ich wollte nur, dass ihr Bescheid wisst. Das ist gut zu wissen, Soldat. Wir sehen Sie dann am Abholpunkt.
Okay, geil, Leute. Der zweite Kamerad ist befreit. Was? Kaysen? Kaison Moses Walker. Alles klar. So, Leute, dann hätten wir das hier auch. Nö, auch nicht. Okay, gut. Dann geht's weiter. Wir könnten vielleicht nochmal gucken, dass wir da oben bei dem Bunker nochmal vorbeischauen. Okay, Leute, wir sind gleich bei dem Bunker angekommen. Ich hatte gerade mal auf dem Weg hierher eine Patrouille ausgeschaltet. Die habe ich gerade mal rausgeschnitten, da das jetzt nicht so allzu wichtig war. Ist das hier der Bunker oder was? Die Bruchbude? Nicht ernsthaft, oder? Nicht ernsthaft. Lol. Als ob das der Bunker ist. Ja, moin. Ah, der kommt gerade hier hoch. Oh, kacke. Leute. Achtung. Okay, Batterien sind schon wieder bald leer. Kann ich auch hier durch? Warum kann ich hier nicht durchgehen? Geh doch mal hier durch, Mann. Alter, das muss auch möglich sein, sich da durchzu... Jetzt ist er durch. Wow. Echt toll. Okay, okay. Wo gehe ich lang? Hä? Was ist denn jetzt los? Wow, was war denn das für ein Einschlag? Nee. WTF, was war das? Lol. So, den haben wir. Ein Ching Chong. Hong Ding Kongi. Toll. Boah, das ist ein Flammenwerfer-Typ. Nein. Nein, 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 nicht sterben. Oh. Wow, das war knapp. Nein. Alter Schwede, wir sind fast down. Fast down gegangen, Leute. Okay, die Perks sind alle weg, natürlich, da wir entdeckt wurden. Dumm gelaufen. Ach du Scheiße, jetzt ist die Kacke am Dampfen. Nein. Wo bin ich hier nur gelandet? Da, kommen sie. So, den hätten wir. Hallo, jemand da? Ah. Will da noch jemand runterkommen? Ja. Wehren sie uns bald wieder. Aber wie dumm sind die denn? Ha, lol. Ist ja einfacher als Tontauben schießen. Okay. Ja gut, das war easy. Alles klar, wir gucken mal den Brief hier an. Bericht des Kommandeurs. Die Installation der Patriotismus-Lautsprecher wurden im Zeitplan abgeschlossen. Hä? Och nö. Okay, da bin ich wieder. Die Batterien waren tatsächlich jetzt alle. Bericht des Kommandeurs. Die Installation der Patriotismus-Lautsprecher wurde im Zeitplan abgeschlossen. Abgefangene feindliche Funkmeldungen wurden mitgeschrieben und an den Feldnachrichtendienst weitergeleitet. Der Funkverkehr der feindlichen Firebase Echo wird weiterhin abgehört. Okay, das ist schlecht, dass die uns abhören, aber was soll's, wir schaffen das trotzdem. Okay, dahinter komme ich, glaube ich, nicht weiter. Ach, da geht auch schon hoch, der Moses. Darf ich auch mal hoch, Joker? Danke. Ich laufe dem genau in die Nase, oder? Hallo, hier bin ich. Da hinten ist er. Hi da? Ja, ich bin da. Ich glaube, das hätten wir. Hier ist nur eine Mörserstellung. Okay, cool. Brauchen wir nicht aktuell. Ansonsten, das war's ja eigentlich mit dem Bunker, ne? Wir haben den eigentlich abgeschlossen. Was ich ein bisschen blöd finde, ist, dass das auf der Karte nicht markiert wird, dass man da schon war. Das irritiert mich ein bisschen, ehrlich gesagt. Banteng Farm, da waren wir, glaube ich, auch schon, ne? Wir waren aber hier noch nicht, beim Bunker an der Flussgabelung. Und natürlich, hier ist der Kommandeur. Da müssen wir auch noch hin. Okay, Leute, dann würde ich sagen, dass wir hier erstmal die Folge beenden. Wir machen dann in der nächsten Folge weiter mit dem Kommandeur und dem Bunker.
Und ich muss mal gucken, wie das ist mit dieser komischen. Oh. Wo kommen die denn auf einmal her? Lol. Ich glaube, da muss ich nochmal kurz dazwischen grätschen. So, die beiden hätten wir. Perfekt. Alles klar. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen, Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und bis dann.